Ich bin ein bisschen gebeten worden, ein paar Beispiel-Dingsbumse zu machen mit Ukulelen, die ich jetzt auch nicht kenne und die ihr auch nicht kennt. Und zwar einfach zu dem Zweck, dass ihr danach wisst, wie sie klingt. Und weil ich dachte, ich muss mir ein bisschen überlegen, wie man so ein Ukulele am besten spielt, dass jemand anders weiß, wie es klingt, mache ich das erstmal mit meinem eigenen Ukulele. Das hier ist ein Bryko-Sonderanfertigung. Ich gebe zu, dass es mit den Standard-Brykos nicht so wahnsinnig viel gemeinsam hat. Es ist ein vollständig aus Ahorn gebaute Ukulele. Das, was ihr an dunklem Holz seht, ist Palisander. Und die Fliege, die hier durch den Raum fliegt, nennt sich Paul. Ich mag sie besonders gerne. Also, wo waren wir stehen geblieben? Es ist ein Sopran-Scale, ja, mit einem einteiligen Hals. Ja, das heißt, sie hat kein aufgeleimtes Griffbrett. Das Halsprofil ist nicht typisch für Bryko, es ist sehr viel schlanker. Und was auch besonders ist, ist, dass der Einstellwinkel der Saiten, das heißt der Hals, ein bisschen flacher, es ist auf jeden Fall ein bisschen anders als bei den serienmäßigen Ukulelen, sodass der Saitenlage hier am Korpus ein bisschen tiefer ist. Ja? Ansonsten gibt es nichts Besonderes zu sagen, außer dass ich sie inzwischen ziemlich zerkloppt habe und die ein oder andere Delle reingemacht habe. Ich spiele, wie heißt der Hersteller, Safari-Saiten und los geht das. Ich glaube, sie ist gestimmt. Nee, ist sie nicht. Mach ich nochmal. Die Saiten sind ganz schön rund und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich spiele eine tiefe G-Saite. So klingt das etwa. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach. Ansonsten klickt auf Like, wenn es euch gefallen hat. Klickt auf Abonnieren, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und wenn ihr Fragen habt, die ich mit einem PDF oder einer etwas längeren Unterrichtsstunde via Skype oder sowas beantworten kann, habt einfach iso@herkis.de, schickt mir eine E-Mail und es geht los. Ja, in diesem Sinne.